Hallo, Freunde meiner kotigen Let's Plays. Es geht mal wieder weiter mit Super Mario Sunshine. Wir machen weiter bei unserem 98 Insignien-Account. Und jetzt fehlt nicht mehr viel. So viel kann ich euch schon sagen, denn wir holen uns jetzt die Münzinsignien. Ja, und da fangen wir doch gleich mal bei Monte Bianco an. Münzinsignien. In jedem Level kriegt man eine Insignie dafür, wenn man 100 gelbe Münzen sammelt. Ja, unglaublich. Ich bin mir nur gerade unsicher, welches Kapitel wir machen. Ich denke, wir machen erstmal Kapitel 8. Ja, beziehungsweise in jeder Welt, nicht in jedem Kapitel bekommt man einen Stern für 100 Münzen. Sonst wäre das auch ein bisschen viel. Aber ich denke, das reicht schon. Jetzt merken wir uns erstmal, Yoshi will eine Bananenstaude. Ja, das ist wichtig. Weil Yoshi wird uns in diesem Kapitel zu einigen vielen Münzen verhelfen. Ja. Und trotzdem werden wir zuerst mal hier so ein bisschen, ja, hier diese Viecher da irgendwie ownen und so. Von denen bekommen wir nämlich jeweils eine Münze. Also, diese Münzensammlerei ist schon ein großer Unterschied zu dem normalen Spiel, weil hier kann man nicht einfach so durchrushen, sondern muss wirklich jeden einzelnen Gegner töten. Ja gut, nicht unbedingt alle, aber meistens viele, sonst kommt man nicht auf die 100 Münzen. Die sind nämlich meist aus, okay, die sind nämlich meist auch so gemacht, dass man wirklich fast das ganze Level mal durchkämmen muss. Und ich glaube, man kann die Münzinsignien auch nicht in jedem Kapitel sammeln, weil es nicht in jedem Kapitel 100 Münzen gibt. Deshalb sollte man sich nach Möglichkeit Kapitel aussuchen, die recht freundlich für diese Aufgabe sind. Und ja, in den anfänglichen Welten ist das noch recht egal. Bei Plaza de la Palma wird es dann schwer, das merken wir uns, weil da kann ich ohne einen gewissen Trick nicht mal die 100 Münzen sammeln und der ist schon etwas. Ja, da kommt man nicht gleich so drauf, aber das werdet ihr alles noch sehen. Wir holen uns jetzt hier erstmal ein paar Münzen. Und zwar, viele Münzen bekommt man einfach dadurch, dass man hier, ja, zum einen diese Gegner killt. Und zum anderen, wenn man alle Gegner hier in dem Kreis gekillt hat, alle Blumen gleichzeitig anzuspritzen. Die hinterlassen dann nämlich irgendwelche Münzen. Ja, wenn man schnell genug macht, weil irgendwann gehen die auch wieder zu und dann ist schlecht. Also man sollte sich hier schon ein bisschen beeilen, sonst wird schwer. Ja. Ich muss aber leider sagen, dass ich heute wahrscheinlich nicht so lange zocken kann. Das heißt, es wird nicht viele Videos geben. Und das war jetzt irgendwie schlecht. Das war zu langsam. Das war schnell genug, ja. Man bekommt dann pro Blume, die man angespritzt hat, eine Münze. Ja. Ist jetzt nicht die Welt oder so, aber es reicht. Und zusätzlich kann man hier auch noch diese gelben Schmetterlinge fressen, dann bekommt man auch nochmal eine Münze. Wenn man einen Schmetterlingsschwarm isst, quasi. Ja, das war's hier dann auch schon mit den. Ja. Also ich finde, mit Yoshi geht es ein bisschen einfacher, als wenn man es mit der normalen Düse macht von Mario, weil man kann auch mit Wasser diese Blumen hier öffnen. Finde ich ein bisschen umständlicher, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir doch schon mal recht gut vorangekommen. Jetzt haben wir doch schon mal. Ach man. Nein, hier gibt es keine Schwebedüse, ja. Nicht bei Yoshi. Wir holen uns jetzt einfach. Ja, also hier in dem Gebiet bekommen wir auch nochmal recht viele Münzen. Zum einen auch wieder von diesen Kreisen hier. Und zum anderen auch noch von diversen Gegnern, die hier lauern. Und das war schlecht. Ja, aber die. Man erkennt auch am Ton von den Blumen, den sie abgeben, während man sie. Okay. Lolbug. Also das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Aber jetzt müssen wir das ein bisschen sputen, weil ihr merkt, Yoshi verliert seinen Saft und deshalb müssen wir jetzt hier einfach mal eine Frucht einsammeln. Und zusätzlich können wir hier noch diese Bienen fressen, wofür wir auch für jede Biene eine Münze bekommen. Das lohnt sich sehr. Ja, allein schon drei Münzen durch diese Bienen. Und wenn man noch diesen Bienenstock hier anspritzt, bekommt man zusätzlich dazu noch eine Münze für den Bienenstock und noch ganz viele Bienen, die einem jetzt aber etwas wütend hinterher
schwirren und ja, wenn man Pech hat, wird man dann auch mal von ihnen getroffen. Ich kann es nie einschätzen, wann die mich treffen und wann nicht. Also, ja, manchmal sind die in einem und machen einem nichts. Vielleicht, wenn zwei Bienen gleichzeitig an einem dran sind, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht und na, das sollte man auch nach Möglichkeit vermeiden, dass hier oben noch solche Dinger drauf sitzen, weil mit denen hat man unter Umständen dann etwas Probleme. Ja, man muss sich aber auch immer ein bisschen sputen, dass man die Münzen auch wirklich kriegt, weil, ja, die braucht man. Nein, oh Mann. Ja, super. Neues Yoshi-Ei. Wir wissen nicht, was für eine Frucht er will. Ach, ich tippe einfach mal auf die Ananas. Ich glaube, die Ananas ist die richtige. Die ist am coolsten. Ja, es war irgendwie jetzt ein bisschen blöd, da ins Wasser zu fallen und so, aber... egal. Dann müssen wir eben nochmal nach hinten gehen. Naja, die Hälfte haben wir jetzt jedenfalls schon. Und das Positive ist, immer wenn man 50 Münzen einsammelt, bekommt man zusätzlich noch ein Leben. Das heißt, wir bekommen, ja, sonst er will tatsächlich die Ananas. Mensch, war das geil. Ich bin noch so ein Tier. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, da bekommen wir immer zwei Leben, wenn wir so eine Münzinsignie holen. Mindestens, sollten wir mal abkacken, bekommen wir sogar noch mehr. Aber egal. Ja, hier oben den werden wir vorzugsweise im Zuge unserer blauen Münzen nochmal helfen. Da gibt er uns nämlich dann eine. Aber das, da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mit den blauen Münzen zumindest so teilweise anfange. Vielleicht werde ich alle blauen Münzen noch in Piazza Delfino holen. Das sind nicht viele und die kann man sich auch recht gut merken. Kann man sehr gut systematisch durchsuchen. Das Problem ist, bei allen anderen Welten ist es ein bisschen schwieriger, weil es da eben Kapitel gibt und da muss man halt gucken, welches Kapitel man will und so. Ich hoffe, dieser Bienenstock war es jetzt, wo wir noch keine Bienen befreit hatten. Nein, der war es nicht. Wo war er denn? Da ist er. Tatsache. Ja. Ja, aber der Bienenstock hier umfasst, glaube ich, sogar noch mehr Bienen als der eben. Also hier bekommt man wirklich viel für und das sollte man auch nach Möglichkeit vermeiden. Ganz ruhig. Nein, nein. Also es ist wichtig, dass man die Münzen einsammelt. Da sollte man dann auch mal auf seine Energie nicht unbedingt so viel Wert legen und einfach mal ab in die Münzen, auch wenn das bedeutet, dass man von einigen Bienen geohnt wird. In etwa so. Oder so. Nein, ich wollte nicht X drücken. Ja, und hier bekommen wir noch eine blaue Münze, die wir aber jetzt auch erstmal nicht einsammeln. Ich weiß es nicht. Nee, sammeln wir sie nicht ein. Wir machen das alles auf einmal. Sonst wäre es ja auch... für euch, wenn euch hier noch Münze fehlt, ist der Überblick dann auch gegeben. Jetzt haben wir schon 80 Münzen. Das ist nicht schlecht. Ja... jetzt können wir natürlich noch nach da hinten gehen, aber ich denke, wir werden jetzt erstmal uns die Münzen holen, die wir hier in der Hochebene finden. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. Wandsprung an diesen Dingern hier. Mal sehen, ob das klappt. Ja, es klappt, aber da muss man so ein bisschen... ja, ja, das passt. So. Ja, die roten Münzen bringen leider keine Münze. Deshalb kann man die hier auch getrost stehen lassen. Und jetzt aufpassen auf den Wind, weil wenn der ihn hier erwischt, dann ist man schon unten eigentlich. Kann man so sagen, ja. Naja, aber die Münzen hier auf der Hochebene sind eigentlich nicht so schwer zu finden. Die... also wenn man das mit den Blumenstöcken weiß, dann bekommt man hier die 100 Münzen recht simpel zusammen, sage ich mal. Gehen wir erstmal hier oben lang. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt noch eine Münze gibt. Hinten bei der Wolke gibt es noch eine. Die Frage ist natürlich, ob das sich lohnt, für eine Münze da hinten hinzuspringen. Ich lasse es einfach mal. Ja, die eine Münze ist mir jetzt nicht so wichtig. Zumal, ui, was war das denn? Zumal in diesem Kapitel hier eigentlich
Nicht so schwer ist. Wieso sind die denn so schnell? So schwer ist, die 100 Münzen zu kriegen, außer man baut so eine Scheiße. Oh, da habe ich mich nochmal gerettet. Vom allerletzten, weil hier gibt es halt noch 9 Münzen, die sollte man nicht unbedingt verpassen. Und ansonsten hätte ich mir nochmal die Raketendüse holen müssen und das hätte noch etwas lange gedauert. Egal, jetzt kann ich euch ja hier noch mal was zeigen. Wenn wir an diesem Seil hier die Schwebedüse ein wenig geschickt aktivieren, dann drehen wir uns im Kreis und dann können wir A drücken und springen weg. Jaha, das war doch stylisch. Okay, das war jetzt wieder strange. Ja, und die letzten 4 Münzen können wir uns jetzt hier unten einsammeln, wobei wir eigentlich nur 3 brauchen. Und uns auch nicht von der Spinne stören lassen sollten. Aber da haben wir doch schon die 100. Insignie. Ach, 100. Insignie, ja. Träum weiter. 100. Münze natürlich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also hier oben werden jetzt auch noch welche geben. Die habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Da zum Beispiel. Also man bekommt hier bestimmt schon 120 zusammen, wenn man wirklich alles absucht. Man kann nämlich zusätzlich auch noch da oben in den Baumkronen ein bisschen Wasser auf die Bäume spritzen und dann hinterlassen die, glaube ich, auch eine Münze. Oder so. Ich weiß es nicht. So, wo ist denn jetzt unsere Insignie, Mensch? Ich habe schon wieder vergessen. Also ich höre sie, wahrscheinlich hier oben drauf, ja. Klasse. Juhu. Und das ist die 90. Insignie. Nicht mehr viele und da müssen wir nur noch blaue Münzen sammeln. 31 haben wir ja schon. Würden schon 3 Insignien ausmachen, also nicht schlecht eigentlich. Wobei man, denke ich, wenn man dieses Spiel hier wirklich mit blauen Münzen sammeln von Anfang an durchspielt, bestimmt schon auf über 100 kommt, selbst wenn man nicht irgendwie weiß, wo die sind. Okay, was war das jetzt schon wieder? Naja. Also, ich finde hier mehr und mehr Bugs, wenn ich Super Mario Sunshine spiele. Das ist wirklich lustig. Ja, Porto de Oro. Ich habe keine Ahnung, welches Kapitel man hier gehen soll. Es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin immer in die eingesperrte Insignie gegangen. Ich glaube, das ist wirklich am sinnvollsten. Hier müssen wir jetzt in einen Bereich gehen, wo wir sonst eigentlich nie hingegangen sind bei Porto de Oro, und zwar in die Kanalisation. Hier gibt es recht viele Münzen. Aber, Moment, wir können ja erstmal hier noch ein bisschen was abgrasen, damit uns hier nichts fehlt. Hier in den Kisten sind nämlich auch manchmal Münzen, ja. Sollte man meinen. Und ein paar Münzen, beziehungsweise mindestens eine, gibt es noch hier oben, glaube ich. Ne, doch nicht. Das war in einem anderen Kapitel. Ja, ich weiß nicht. Also, die Münzen sind auch unterschiedlich verteilt, wenn man sich das wirklich merken soll. Ich weiß auch nicht, ob es am sinnvollsten ist, hier die Münzen einzusammeln. Aber wir können ja mal auf den Boden spritzen und uns dann hier so ein bisschen lang treiben lassen. Da bekommt man schon recht viel zusammen, ja. Und das Gute ist ja auch, bei jedem Kanaldeckel gibt es dann nochmal ein paar Münzen. Also hier bekommt man schon recht schnell seine, was auch immer, Münzen zusammen. 50 mag sein, ich habe keine Ahnung. Ja. Jetzt gehen wir nochmal hier hinten in die beiden Kanalisationsdeckel, die allerdings versperrt sind. Aber das macht uns eher weniger aus, weil wir da eigentlich auch nicht hin müssen. Weil wir ja nicht die Mission machen wollen. Jetzt haben wir schon 41 Münzen und das allein schon durch die Kanalisation plus ein paar Kisten. Ist schon recht viel. Gebe ich zu. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kriegen wir den Rest her? Ich habe ehrlich gesagt gerade mal absolut keine Ahnung. Ja. Gehen wir das ein bisschen systematisch ab. Würde ich behaupten, das ist am sinnvollsten. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier oben drauf und hier, ja, ich kann mich wieder erinnern, wo so ein paar Münzen waren. Hier oben seht ihr auch schon wieder eine blaue Münze plus 2 gelbe. Und hier hinten auch. Also ihr merkt, die blauen Münzen sind oft kombiniert mit mehreren gelben. Das heißt, wenn man wirklich hier die 100 Münzen einsammeln will, ist es teils auch essentiell, sich einfach ein paar blaue zu holen. Die kann man quasi nicht verpassen.